Okay, jetzt scheine ich ganz schön schnell zu sein hier. Ah, jetzt habe ich ihn, Gott sei Dank. Gerade so. Die Typen hatten mich schon, aber ich habe ihn noch getroffen. Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Oh, Mann. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Ja, jetzt hast du deine scheiß Medizin. So, jetzt darf ich bestimmt gegen hier 100 von den Typen hier wehren. Fünfmal ist der Vogel abgehauen. Also ich hab's wahrscheinlich jetzt, ich werde es wahrscheinlich rausschneiden, weil ich will es keinem antun, 10 Minuten lang den Typen verfolgen zu lassen. Uns hat nicht mal einen Tag gedauert. Was hast du? Zwei Kisten und genug Material, um noch mehr herzustellen. Oh, sehr schön. Hast mitgedacht, das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Bitte. Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Ja, der schwule Gouverneur. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Ich glaube, der Blackbeard ist so. Irgendwie hat er noch was im Schilde. Er führt irgendwas im Schilde. Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Ist das 40? Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Okay. Ende 40 ist er. Wir sehen uns wieder, Junge. Hat einen ganz schönen Bart. In dieser Welt. Oder dir darunter. Ja. Oh Mann, eigentlich war die Mission ja ganz cool. Auch weil ich jetzt kein Krokodil gehäutet habe, obwohl ich es gehäutet habe. Ich gebe der Mission 4 Sterne. Das passt schon. Es war eine lustige Mission, es war wirklich mal was anderes. Habe ich so in keinem Assassin's Creed Teil bisher gehabt. Wo bin ich jetzt? Boah, jetzt geht's zurück in die Wirklichkeit, oder? Ah, die Missionen sind deutlich abwechslungsreicher wie bisher. Also das schätze ich bisher wirklich an dem Spiel und halt die Freiheit, die ich mittlerweile habe. So, haben wir ein Achievement bekommen. Uplay habe ich irgendwas bekommen. Ah, ist doch schön. Ah, ich habe neue Figuren bekommen hier. Ja. Ja, wie gesagt, letztens, das musste ich leider raus. Oder, beziehungsweise, ich habe es aufgenommen, allerdings hatte ich es ohne Ton letztens, wie ihr wahrscheinlich wusstet. Und deswegen habe ich die Mission halt im Menü gestartet und deswegen ist diese Sequenz zwischendurch in Abstergo hier abhanden gekommen, sage ich mal. Ja. Und da habe ich ein paar Computer gehackt hier währenddessen, ich das eigentlich aufgenommen hätte. Aber wie gesagt, die Aufnahme ohne Ton hat nicht so ganz geklappt. Aber da kann ich euch jetzt mal zeigen, auch wenn es zu spät ist jetzt eigentlich schon, wie man diese... Was ist das hier? Okay, das ist schon ein bisschen schwerer jetzt hier. Das ist schon schwerer jetzt. Also ihr müsst versuchen, irgendwie die grüne Linie hier zu treffen. Ist auch gar nicht mal so einfach. Wie ich gerade sehe. Also letztens war das einfacher. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich diese komischen Kreise da treffe. Ich glaube, ich drehe mich hier im Kreis. Nee, hier auch nicht. Hier... Mann, warum ist das so schwer hier? Bisher war es eigentlich immer relativ einfach, hier diese grüne Linie zu treffen. Das Blöde ist, ich kann diesen Strahl nicht lenken. Der geht immer genau bis dahin. Ah, ist ein Teleporter, okay. Sehr schön. Gut, ich dachte schon, das wäre irgendwas Schlimmes gewesen. Aber es ist schon mal was Neues. So, das sind dann halt so Sequenzen, die man dann bekommt. Muss man aber nicht machen, das kann man machen. Ja, irgendein Mechanismus, schön. Bringt mir aber nichts. So. Oder? Nö, ich glaube nie, dass man hier irgendwas machen kann. Man kann die Kacke lesen, wenn man das will, aber... Das sind wirklich Sachen, die muss man nicht machen. Ich habe jetzt schon 4 Computer gehackt.
Ich habe auch diverse QR-Codes schon gefunden. Na gut, einen hacken wir noch. Warum nicht? Zwischendurch hatten wir einen Auftrag von irgendeinem IT-Menschen bekommen. Ich glaube, das war sogar der, der unterm Tisch bei uns war. Ja, ich glaube, der hat uns irgendeine komische Aufgabe genannt. Wir sollten nämlich einen Computer hacken. Bei einer Angestellten sollten da irgendwas, naja, irgendwas rausklauen, irgendeine Information einem Kurier überbringen. Und das klang schon ziemlich komisch. Ich konnte es leider nicht aufnehmen nochmal. Leider, ansonsten hätte ich das auch gezeigt, aber naja. Olivier, bla bla bla, sie ist ein bisschen mager, bla bla bla. Ja, das ist ja keine magere Präsentation, das ist ja ganz ordentlich. Also wie gesagt, der Computer, den ich als erstes gehackt hatte, das war halt dann eine Geschichte, was mit Desmond Miles passiert ist. Der scheint, also ich habe Assassin's Creed 3, wie gesagt, nicht durchgespielt. Aber ich glaube, der ist gestorben am Ende von Assassin's Creed 3, wenn ich mich nicht irre. Ja. Hier drüben. Ja, ja. Er erwartet uns. Meine Fresse. So, wo müssen wir hin? Hoch, runter. Müssen wir nach oben? Ne, ich glaube runter, oder? Ja, doch nach oben. Ich habe mir ihr letztes Material. Naja, bei dem waren wir auch schon oben. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem. Letztens schon oben bei dem Idioten. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Mhm. Oh, Ladezeiten. Dann schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und. Pardon, schief, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem. Ich sag auch immer Boot. Alors, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Ach, Französisch ist eine schöne Sprache. Ich habe das auch mal 4 Jahre gelernt in der Schule. Französisch, damals habe ich es gehasst. Ich glaube, mittlerweile würde ich es nochmal ein bisschen auffrischen. Ich glaube, ich kann keinen einzigen Satz mehr halbwegs Französisch sprechen. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Na super. Natürlich. Kenway. Das tut mir leid, ich rufe Sie dann an. Na toll, jetzt muss man wieder runtergehen oder was? Dauert nicht lange. Warum haben die eigentlich bloß hübsche Frauen hier in der Firma? Hallo? Hallo? Ah, der Dude schon wieder. Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Bist gleich rechts neben Oliviers Büro. Wenn die am Empfang Ärger macht, tu so, als müsstest du auf die Toilette. Ich muss auf die Toilette, wo muss ich hin? Hier rein. So. Gut. Okay. Jede Menge Piratensachen hier oder Assassin's Creed Sachen. Was hier eigentlich? Ist so eine Toilette. Gucken, wie die Toiletten in Abstergo aussehen. Ah, auf jeden Fall schön sauber hier. Kann man nicht meckern. Irgendwelche QR-Codes hier, die ich vielleicht scannen kann. Im Klo vielleicht. Nee. Naja. Oder? Oder? Na egal. Man kann auch QR-Codes scannen. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich glaube, hier unten ist der Serverraum. Wow, Security Level 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Findest du erst die Kamerasteuerung? Warum nicht? Ist noch sowas wie... Keine Ahnung, Security 3, hier ist die 2. Ich aktualisiere den Kommunikator. Okay. Ja, das sind so Sachen, die man zwischendurch mal machen muss hier. Keine Ahnung, was genau das soll hier. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Boah, leck mich doch mal Arsch. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Also. Ah, okay. Sieben, fünf, drei, zwei. Oh Mann. Ich
Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Tutorial. So, navigiere zwischen den Zeilen, die du L nach links und rechts bewegst, bewege R nach links und rechts. Ah, okay. Zielzahl 70. Ach du Kacke, was muss ich hier machen? Muss ich hier ausrechnen oder was? Ich glaube, die Kurve muss einfach nur stimmen hier. Oh Mann, hier bin ich wieder ganz schön überfragt. Also ich glaube, die blaue Kurve muss einfach stimmen. 35, 25 sind schon mal 60, 15. Also das kann, glaube ich, schon mal nicht hinhauen. So, was haben wir hier? 25, 50, 75, 125, 175. Keine Ahnung. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Mal ganz im Ernst. Zwei, vier, warte mal, Moment. 2 mal 10, so, ah, jetzt. Ich glaube, ich habe es gerafft. So, ja, genau. Egal, 2 mal 5 mal 7 sind 70. Das ist die Lösung. Also, wenn man kurz überlegt, kommt man eigentlich drauf. Test des Mikrofons sollte ich vielleicht auch mal machen, ja. Weil das fühlt sich, hört sich halt komisch an. Oh mein Gott. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen Sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Okay. Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut. Vielen wow. Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye-bye. Letizia. Ich glaube, Letizia ist hier ein Templer oder sowas. Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Irgendwas stimmt doch, Danny. Das kann ja nicht so einfach sein. Assassinen-Templer. Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, gute Idee. Ah, hier ist ein QR-Code. QR-Codes, Haftnotiz, bla bla bla, lese ich nicht durch, aber man hat sie halt dann. So, ja, gucken, was hier hinten noch ist. Was ist das Fenster hier? Ja, ich glaube, ich muss sogar hier lang. Wow, der denkt an alles. Naja, wenn wir in Oliviers Büro einbrechen, ne? Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Ach so, die Mondlandung wurde gefaked? Wusste ich gar nicht. Hm. Naja, wahrscheinlich ein Assassin's Creed. Assassin's Creed ist alles möglich. Was, von der Terrasse hüpfen? Ah, oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung so. Des Aktionärstreffens. Das noch klauen. Naja, lese ich vielleicht mal durch, wenn ich hier offline spiele. Oh, bis jetzt. Warum sieht die Dame das eigentlich nicht auf der anderen Seite? Von der Tür. Das muss sie da eigentlich sehen, wenn ich hier rumspaziere, oder? Naja. So, hacken wir mal die Kiste. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen. Ach du Kacke. Gleich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück.